Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von EcoQuest mit dabei seid. Lasst uns mal in diese Höhle schwimmen. Wir haben jetzt einen Leuchtfisch, den lassen wir dann mal in der Höhle frei und dann schauen wir mal, was da drinnen ist. Was mir beim Anschauen oder beim Kontrollieren von der Folge noch aufgefallen ist, wir hatten, das habe ich auch gesagt gehabt, irgendwo einen Hilfeschrei noch. Da sollten wir vielleicht auch nochmal nachschauen, ob wir da irgendwie was haben. Adam, ich kann nicht sehen, wo ich hinschwimme. Lass uns von hier abhauen, bevor wir uns verletzen. Adam hält das leuchtende Glas. Der Blitzlichtfisch spürt die freundliche Dunkelheit der Höhle. Aha. Wir sehen was. Mutgewinnend schwimmt er aus dem Glas und setzt sich zwischen zwei Steine nieder. Was für eine Erleichterung. Jetzt kann ich sehen, wo ich hinschwimme. Adam legt das leere Glas in seinen Kehrichtsack. Das heißt, das brauchen wir wohl nicht mehr. Gut, was haben wir da? Die toten Fächerkoralle sieht wie ein gespenstisches Spinnennetz aus. Sind die, die nach unten zeigen, nun die Stalagmiten oder die Stalaktiten? Ich kann es mir nie merken. Es gibt einen Trick, um sich das zu merken. Er fällt mir jedoch im Moment nicht ein. Was ist hier passiert? Die Stalagmiten zeigen nach oben, die Stalaktiten hängen herunter. Wenn du das nicht weißt, hast du noch nie Space Quest gespielt. Okay, das sieht noch interessant aus. Das beständige Leuchten des Blitzlichtfisches enthüllt einen mit braunen Steinen versperrten Gang. Was hier? Das hier sieht fast wie eine Wand von Steinen aus. Können wir vielleicht wegmachen, das war ja auch in der Prophezeiung drin. Kann man sie wegmachen? Urk. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Adam nimmt einen der bräunlichen Steine. Er lässt sich leicht lösen und fällt auf den hohlen Boden. Ein seltsames grünes Licht dringt durch das schmale Loch. Müssen wir weitermachen? Bis wir eine Öffnung haben wahrscheinlich. Ein weiterer Stein lässt sich leicht herausziehen. Sie müssen noch nicht sehr lange hier sein. Wir haben ja auch schon von einem Taucher gehört, der hier gewesen sein soll und die Schatztruhe geplündert haben soll. Hey, die lassen sich lösen. No problemo. Ja, es fühlt sich so an, als seien sie von jemandem hierher gelegt worden. Gefällt mir nicht mit diesen Leuchten. Grünes Leuchten wird doch immer in Spielen oder in Filmen für Radioaktivität eigentlich gezeigt. Und wir haben ja die grünliche Farbe des Wassers versteckt sich, je mehr Steine Adam löst. Und wir haben doch auch dieses grüne Leuchten mit den Dings und da hieß es doch auch was mit mutiert. Die grünliche Substanz leckt durch die Öffnung. Dahinter sieht Adam große Schatten. Aber er kann noch nicht erkennen, um was es sich wirklich handelt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas Radioaktives drin ist. Dass es so halt wieder dargestellt wird für Gefahr und so weiter mit dem grünen Leuchten und so weiter. Passiert da eigentlich noch irgendwie was, wenn wir das machen? Ich glaube, dass mit dem Wasser etwas geschieht, Adam. Mir wird schwindelig. Mein Sonar funktioniert nicht mehr richtig. Soll ich aufhören? Nein, wir müssen herausfinden, was auf der anderen Seite ist. Oh, das ist ein bisschen nervig gemacht, dass man jeden einzelnen Stein da machen muss, um hier rauszukommen. Um da durchzukommen, durch die Öffnung. Wobei er jetzt eigentlich schon groß genug wäre. Ah, gut, was soll's. Das Licht trifft auf etwas, was hinter den Steinen verborgen ist. Oh, da hat gerade was geblinkt, oder? Tatsache, eine Metallkiste war unter den Steinen versteckt. Das ist eine Etikette, Delphinius. Tschüss, Abfallverwertung. Sie brauchen es. Wir werfen es weg. Das tönt, als ob eine ganze Reihe Gauner dahinter steckt. Nimm mal mit. Mist, sie ist verschlossen. Wir haben einen Schlüssel.
Ah, der Schatzsucher oder derjenige, wo das versteckt hat, hat die Höhle gefunden, hat die Schatzkammer, die Schatztruhe aufgemacht, hat dabei aber seinen Schlüssel wahrscheinlich verloren, die dann auf dem Ding hängen geblieben ist. Der Schlüssel lässt sich im Schloss halbwegs drehen, dann stockt er. Das Salzwasser muss der Mechanismus im Schloss angerostet haben. Wir haben zum Glück noch etwas Öl da. Adam ölt das Schloss mit seinen verschmierten Lappen. So. Der Schlüssel lässt sich im geschmierten Schloss leicht drehen, die Kaste öffnet sich und gibt einen Schutzanzug frei. Ach verdammt, ich habe schon solche Anzüge gesehen, es sind Schutzanzüge für Chemikalien. Die Rüstung für einen heutigen Ritter. Meinst du, sie ist das? Ja, nimm mal mit. Adam spürt eine sofortige Erleichterung. Was immer im Wasser ist, es beeinträchtigt das Denkvermögen. Ich glaube, es reicht, wenn du nachschaust. Ich kann dort nicht durchschwimmen. Der Dreck im Wasser greift mich zu stark an. Sei aber trotzdem vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir alle Dinge, von denen das Orakel gesprochen haben, gefunden haben. Adam zeigt Delphinius das Zeichen für okay. Einige verrostete Metallfässer liegen an dieser versteckten Stelle. Ein bekanntes grünes Leuchten scheint aus den verrosteten Steinen des Metalls. Jetzt begreift Adam, was das Orakel mit dem Gift der See gemeint hat. Das tödliche Gift, das in den Fässern aufbewahrt wurde, sickert langsam ins Wasser und bringt so die Zerstörung über das Korallenriff. Auf eine seltsame Art und Weise hat das Gift die Fische an dieser Stelle gezogen. Sobald sie die giftigen Chemikalien einmal aufgenommen haben, fallen die meisten von ihnen leblos auf den Meeresgrund. Okay, keine Radioaktivität, nur Chemikalien. Adam erkennt eine Art Öffnung in Richtung Norden. Wie auch immer, dieser Gang ist durch die tödliche Fässer total versperrt. Es wäre nicht sicher zu sie berühren, ja. Können wir da irgendwie vielleicht den hier benutzen mit den Fässern, um Hilfe zu holen? Nee, doch nicht. Ach, und da kommen wir nicht hin. Okay, aber wir brauchen wahrscheinlich doch noch anderes Zeug. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht doch der Hilfeschrei? Wow, dieser Anzug ist heiß. Ich muss den einen Moment ausziehen. Ich habe es gefunden. Ich weiß, was das Gift der See in der Prophezeiung bedeutet. Jemand hat hier giftige Abfälle in Fässern deponiert. Das ist unglaublich. Alles hier ist tot und die Fässer sind undicht. Was sollen wir nun tun? Ich weiß, dass ich sie nicht anfassen sollte. Mein Vater hat mich darüber sehr gut aufgeklärt. Er hat für die Bergung solcher Abfälle viele Forschungsarbeiten durchgeführt. Man braucht Experten, wenn man ihnen giftige Abfällen fachgerecht umgehen will. Ich weiß etwas davon, aber ich bin ganz sicher kein Experte. Kannst du dir nicht irgendetwas ausdenken? Ich arbeite gerade daran. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass wir den schwimmenden Körper gefunden haben. Okay, uns fehlt also tatsächlich noch etwas. Schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. Deshammer, schimmernder Faden. Tödlich Netz von Knochen, das dürfte das hier sein, schätze ich mal. Wand aus Steinpochen, Hammer. Glühender Tiefer, den Schutzanzug, Hammer. Nur Liebe kann den Bösen widerstehen, um uns zu retten. Ein Mensch muss gehen. Schwimmende, aber was war das mit der schwimmenden Boje? Ich meine, das ist wahrscheinlich so eine Boje, die wir da brauchen von seinem Vater-Dings. Schätze ich mal. Na gut, gehen wir nochmal raus. Okay, irgendwo haben wir doch einen Hilferuf gekriegt. Vielleicht kann man da nach oben gehen. Ich glaube, das war da, wo auch die Krake ist. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Wichtiges, dass wir hier nach oben gehen können. Ich glaube, hier war das, wo auf einmal Help, Help gestanden hat. Ja, Tatsache, wir kommen nach oben. Ah, nee, das ist das Netz der Knochen. Oh, schrecklich, Zitter. Das muss das Netz der Knochen aus der Prophezeiung des Orakels sein. Das ist ein Treibnetz, Delphinius. Du warst in einem solchen Netz gefangen, bevor wir dich in Vaters Labor gebracht haben.
Wieso machen die Menschen so etwas, Adam? Ich verstehe das einfach nicht. Es wird von Berufsfischern, Fischern benutzt. Oben befinden sich Bojen, unten Gewichte und so steht das Netz senkrecht im Wasser. Die Fischer lassen es einige Zeit draußen und kommen dann später zurück, um ihren Fang einzuholen. Boje, oben ist eine Boje. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Aber dem Netz spielt es keine Rolle, was es fängt. Auch wenn es Delfine oder andere Tiere sind, die Fischer nicht gebrauchen können. Und manchmal gehen solche Netze verloren, wie dieses Jahr. Unbeaufsichtigte Netze werden einfach weiter schwimmen und weiter töten. Es ist wie eine Zeitbombe, die dauernd losgeht. Ich werde dir ein Geheimnis verraten, Adam. Meine Familie ist so gestorben. Wenigstens hat es mir das Orakel so erzählt. Nachdem sie verschwunden waren, hatte es eine Vision eines solchen Netzes. Es tut mir leid, Dell. Meine Mutter ist auch gestorben. Ich habe sie nicht einmal gekannt und vermisse sie sehr. Mein Vater geht es genauso. Vielleicht können wir deshalb so gute Freunde. Sind wir deshalb so gute Freunde, Adam? Hey, findest du nicht auch, dass wir jetzt von hier abhauen könnten? Moment mal, da zappelt noch was. Hey, Dell, der kleine Hummer dort drüben bewegt sich nur immer noch. Oh, das ist Persephone, die Tochter von Demeter. Das ist also mit ihr geschehen. Denkst du, dass du ihr helfen könntest, Adam? Ich weiß bereits aus Erfahrung, dass meine Flossen gegen ein Treibnetz machtlos sind. Der Homer ist viel zu stark im Nylonnetz verwickelt, als dass ihm Adam mit bloßen Händen befreien könnte. Er muss es mit etwas anderem versuchen. Das Ding hier. Hab keine Angst, ich werde dich befreien. Vorsichtig jetzt. Klemme mich nicht. Persephone, du gehst besser zu deiner Mutter, Demeter, nach Hause. Sie ist schon halb krank vor Angst. Sehr gut, Adam. Du scheinst Fingerspitzengefühl für deine Arbeit zu haben. Okay. Unglücklicherweise kann Adam nichts gegen das Netz tun. Es ist so groß und schwer für ihn, als dass er es einsammeln könnte. Können wir noch weiter auftauchen? Zu den Bojen? In dieser Richtung findet man nichts Interessantes. Aber wieso war das jetzt wichtig? Wieso war dieses Netz jetzt so wichtig, um weiterzukommen? Es könnte vielleicht sein, dass wir den Krebs da befreien mussten und jetzt wieder zurückgehen müssen und kriegen vielleicht jetzt irgendetwas? Ich würde ja wirklich gerne hier jemand rufen. Zusammen mit einer Boje, um verschmutzte Stellen unter Wasser zu markieren, sodass diese von den Reinigungsmannschaften leicht gefunden werden können. Und das ist ja eigentlich das, was wir brauchen. Kannst du das an so einer Boje hängen? Kann man was mit der Boje machen? Die Bojen halten den oberen Teil des Netzes an der Oberfläche. Wenn das Netz mit Gewichten beschwert wird, schwimmt es vertikal im Meer und bildet so eine tödliche Mauer. Nee. Wir kommen nicht an so eine blöde Boje ran. Hm. Okay, dann lasst uns nochmal zurückgehen. Vielleicht gibt's da jetzt ja noch was. Moment, hier speichere ich lieber nochmal ganz kurz ab. Hoppala. Kommen wir denn jetzt nochmal in Dings rein? In die Stadt. Ja, wir kommen in die Stadt. Komm schon, Adam, wir haben alles für die Stadt getan. Wir müssen Cetus finden und wir wissen bereits, dass er nicht hier ist. Ja, aber ich habe eigentlich jetzt gehofft, dass wir vielleicht mit Demeters Haus nochmal. Aber wenn Dings schon so sagt. Ja, okay. Wenn auch Delphinius schon so sagt, wir haben hier alles getan, dann müssen wir wohl nicht hier rein. Dann ist immer noch die Frage, wie kommen wir jetzt dann weiter? Er hat ja auch gesagt, wir brauchen alles aus der Prophezeiung und das Netz haben wir jetzt auch schon fertig. Dann haben wir jetzt eigentlich alles aus der Prophezeiung. Können wir jetzt irgendwie was machen? Okay, dann gehen wir nochmal in die Höhle rein. Vielleicht gibt es jetzt irgendwie was Neues oder dass wir jetzt was machen können. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was sich jetzt geändert hat.
Dadurch, dass wir das Netz gefunden haben. Weil... Nein, es ist zu gefährlich, da hineinzuschwimmen. Ich kann Dinge sehen, die du nicht erkennen kannst. Und mir gefällt das Ganze gar nicht. Du musst besser geschützt sein. Ja. Aber unser Schutzanzug ist weg? Oder hast du den Schutzanzug wieder dahin gelegt? Ah, du hast den Schutzanzug wieder hingelegt. Okay. Verstehe. So, aber hat sich jetzt irgendwie was da drin geändert? Ich glaube nicht. Einfach ein bekanntes grünes Leuchten, bla bla bla, Gift der See. Und da kommen wir ja nicht weiter. Und können auch nicht wirklich was machen hier. Geisterhaftes Skelett einer Fächerkoralle ist Zerstörung. Das hatten wir schon. Adam hat eine illegale Abfallgrube entdeckt. Das seltsame grüne Leuchten, die große Anzahl toter Tiere und Pflanzen, die seinen Vater aufmerksam gemacht haben, ergeben nun einen Sinn. Ja, wir müssten das irgendwie mit einer Boje markieren quasi. Wobei die Boje ja oberhalb des Wassers sein muss. Uns fehlt aber eine Boje. Und beim Netz haben wir ja keine Boje gekriegt. Aber das sind die einzigen, wo wir noch Boje hätten. Vielleicht müssten wir die Boje hier raussetzen. Hm. Und hier kommen wir tatsächlich nicht raus. Okay. Was machen wir jetzt? Bin gerade etwas ratlos. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass wir den schwimmenden Körper gefunden haben. Die Boje. Wir brauchen diese Boje. Aber wo gibt's diese Boje? Wir haben beim Netz Bojen, aber da ging ja nichts weiter. Können wir auch hier hochgehen? Nee. Wir bräuchten quasi so eine Boje. Hat er ja selber gesagt gehabt. Aber... Aber wo finden wir da was? Ich gehe jetzt nochmal zum Netz hoch. Da haben wir so eine Boje, aber ich glaube, da kommen wir ja irgendwie nicht ran. Hm. Und weiter nach oben geht's ja auch nicht. Die schwimmende Boje und das ist eine schwimmende Boje. Kann ich die irgendwie rausschneiden? Nee. Für was wir das Gift brauchen, weiß ich auch noch nicht. Können wir hier was mitmachen? Nee. Was mit den abgeschirmten Kabel witzig aufhat, wissen wir auch noch nicht so richtig. Oder mit der Säge, da müssen wir ja auch noch irgendwie was... Säge können wir damit... Hm. Und ein Heilmittel haben wir auch noch nicht gebraucht. Also wir haben im Moment noch ein paar Sachen, wo wir noch nicht... wo wir haben, aber noch nicht gebraucht haben, wo wir wahrscheinlich brauchen werden. Und ich weiß, dass wir das Ding hier brauchen, um diese Höhle zu markieren. Da brauchen wir aber diese schwimmende Boje, mit der wir das dann befestigen können, dass es dann nach oben schwimmt und markiert, hier ist diese Höhle. Ja, die Frage ist nur, wie kriegen wir so eine schwimmende Boje? Hier oben scheinen wir ja nicht ranzukommen. Hm. Ja gut, ich würde sagen, machen wir mal Schluss, 20 Minuten Hammer. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.